Warum wurde eigentlich kein flüssiges Glück im Kampf um Hogwarts verwendet? Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video geht es um die Heiligtümer des Todes, die Schlacht um Hogwarts, die Herstellung von Zaubertränken, Professor Horace Slughorn und einen kleinen Trank namens Felix Felicis, auch bekannt als flüssiges Glück. Genauer gesagt werden wir uns mit der Frage befassen, warum das flüssige Glück nicht häufiger angewandt wurde und warum es nicht während der Schlacht um Hogwarts gegen Lord Voldemort eingesetzt wurde. Wir begegnen Felix Felicis zum ersten Mal im 6. Band, als Professor Horace Slughorn überzeugt wird, nach Hogwarts zurückzukehren und Zaubertränke zu unterrichten. Im selben Schuljahr hat Harry Potter in seiner Klasse besonders gut aufgepasst, in der Hoffnung, von Slughorn ausgewählt zu werden, um Informationen über Voldemort und die Horcruxe zu erhalten, die nur Slughorn selber hatte. Dazu nutzte Harry ein besonderes Zaubertränke-Lehrbuch, das einst dem Halbblutprinzen gehörte, alias Severus Snape. Dieses Lehrbuch ermöglichte es Harry, den Zaubertrankunterricht mit Leichtigkeit zu meistern, da es ihm zahlreiche Abkürzungen für perfekte Gebräue verriet. In einer dieser Lektionen wird uns Felix Felicis, das flüssige Glück, vorgestellt. Dieser Zaubertrank ermöglicht es dem Konsumenten, bei all seinen Unternehmungen erfolgreich zu sein. Felix Felicis ist meiner Meinung nach der mächtigste Zaubertrank von allen, da seine Möglichkeiten scheinbar unbegrenzt sind. Was auch immer man mit ihm erreichen möchte, es wird gelingen. Der Trank wurde erstmals im 16. Jahrhundert von einem Trankmeister namens Sigmund Budge erfunden, der ihn als die Krönung seiner Karriere bezeichnete. Meine eigene Erfindung, mein Meisterwerk, flüssiges Glück. Richtig verwendet hat derjenige, der diesen Trank trinkt, bei all seinen Unternehmungen Glück. Aber seid gewarnt, übermäßiger Konsum ist hochgiftig und kann zu extremer Rücksichtslosigkeit führen. Die Fans protestierten schnell dagegen, dass ein Zaubertrank, der dem Trinker Glück bringt, kaum fair ist. Die Verwendung von Felix Felicis ist daher für alle Arten von Wettkämpfen verboten. Nun saß Harry also in Slughorns Klasse und hatte ein Fläschchen dieses Zaubertranks vor sich stehen. Es sah aus wie geschmolzenes Gold und große Tropfen sprangen wie Goldfische von der Oberfläche, ohne es jemals zu verschütten. Das Einzige, was Harry tun musste, um diese Fiole mit flüssigem Glück zu erhalten, war, als erster erfolgreich einen Trank des lebenden Todes zu brauen, was ihm dank Snapes Lehrbuch gelang. Später im Buch oder im Film sehen wir, wie Harry die gewonnene Fiole benutzt, die ihm für einen bestimmten Zeitraum Glück bescheren sollte. Harry bekam nur eine kleine Dosis, die für 2 bis maximal 3 Stunden reichte, aber in dieser kurzen Zeit konnte er eine Menge erreichen, einschließlich der Erlangung von Slughorns Erinnerungen über die Horcruxe. Außerdem erreichte Harry Folgendes: der Teilnahme an Aragogs Beerdigung, die Erfüllung seines Versprechens gegenüber Hagrid, die Überzeugung von Slughorn, ihn zu begleiten, erfolgreicher Einsatz eines nonverbalen Zauberspruchs, obwohl er keine verbalen Zaubersprüche beherrschte, und er stieß mit Ginny zusammen, was eine Kette von Ereignissen auslöste, die dazu führte, dass Ginny und Dean Thomas Schluss machten, die Trennung von Lavender Brown und Ron Weasley, die sie einleiteten, und sich unbemerkt ins Schloss zurückzuschleichen. Also all diese Sachen gelangen ihnen innerhalb von 2 bis 3 Stunden, während er diesen Trank zu sich nahm. Harry hat in diesen 2 bis 3 Stunden also eine Menge erreichen können. Stell dir vor, was eine Armee von Hexen und Zauberern erreichen könnte, wenn sie über einen längeren Zeitraum viel Glück hätten. Die andere Seite hätte keine Chance. Warum wurde Felix Felicis also nicht eingesetzt? Wir wissen, dass flüssiges Glück schwer herzustellen ist. Das wird im Buch und im Film bereits betont. Aber wir wissen auch, dass es möglich ist, es herzustellen. Slughorn hat es selbst getan. Warum wurde Slughorn also nicht damit beauftragt, flüssiges Glück für die Schlacht herzustellen? Sicherlich hätte es bei allem geholfen und zur Niederlage von Lord Voldemort beigetragen. Es scheint ein seltener und mächtiger Trank zu sein, aber wie gesagt, Horace Slughorn kann ihn herstellen. Und so unbezahlbar kann er auch nicht sein, wenn er bereit war, ihn an seine Schüler zu verschenken. Warum also nicht? Es kann nicht ums Geld gehen, denn beide Seiten, gut und böse, haben reiche Zauberer auf ihrer Seite, die leicht zur Herstellung des Zaubertrankes hätten beitragen können, wenn es eine Frage des Geldes gewesen wäre. Zweitens ist Felix Felicis kein geheimer Trank, den Slughorn nicht in der Welt verbreitet sehen will. Er ist in der Zauberergemeinschaft eigentlich schon ziemlich bekannt.
Es ist sogar eine sehr verbotene Substanz in Sportarten wie Quidditch. Jeder weiß, dass Slughorn den Trank herstellen kann, da er dies in seiner Klasse erzählt hat, vermutlich schon seit 10 Jahren. Zudem scheint es keinen Grund zu geben, warum die Leute den Trank am Tag der Schlacht nicht einnehmen konnten. Als Slughorn von Terry Booth dazu befragt wurde, sagte er folgendes: Warum trinken die Leute das nicht immer? Slughorn antwortete, dass bei übermäßiger Einnahme Schwindelgefühle, Leichtsinn und gefährliche Selbstüberschätzung auftreten können. Zu viel des Guten wissen sie, sagte Slughorn. In großen Mengen ist es hochgiftig, aber sparsam und nur gelegentlich eingenommen ist es unproblematisch. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass viele Menschen den Trank nur einmal sparsam einnehmen konnten. Aber worum geht es hier wirklich? Zunächst einmal ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Bösewichte ebenfalls Felix Felicis eingenommen haben. Wir wissen, dass Harry ihn benutzt hat, und jeder scheint zu wissen, dass er existiert. Slughorn unterrichtete sogar einen Todesser und auch Tom Riddle selbst. Es wäre also unsinnig, wenn sie einen solchen Trank nicht nutzen würden. Deshalb bin ich bereit zu wetten, dass der Trank, auch wenn er nicht in den Büchern oder Filmen vorkommt, also von den Todessern aus, irgendwann benutzt wurde von ihnen, um etwas Großes zu erreichen. Wahrscheinlich hängt es vom Brauprozess ab, wie machbar es ist, eine große Menge herzustellen und wie konsistent man ihn erfolgreich und zuverlässig brauen kann. Sicherlich ist Felix Felicis nicht unmöglich zu brauen und vermutlich können die meisten sehr begabten Zauberer, zumindest Slughorn oder sehr wahrscheinlich auch Snape, ihn herstellen. Das bedeutet jedoch nicht, dass es schnell geht oder es zu 100% zuverlässig ist. Snapes Exemplar seines Lehrbuchs für fortgeschrittene Zaubertrankherstellung, das Harry auch benutzt hat, enthält tatsächlich Notizen über Felix Felicis. Er schreibt, dass die Zutaten, aus denen Felix Felicis besteht, besonders komplex sind. Er fügt hinzu, dass es 6 Monate dauert, ihn zu brauen. Allein diese beiden Faktoren sind ein guter Grund dafür, dass er nicht in großen Mengen verwendet oder hergestellt wird und auch nicht oft. Schließlich wartet niemand darauf, dass Tränke gebraut werden, und es wäre schwierig und gefährlich, Tränke in großen Mengen zu horten. Stell dir vor, was passieren könnte, wenn er in die falschen Hände gerät. Die Zutaten, die für die erfolgreiche Herstellung von Felix Felicis benötigt werden, sind ziemlich komplexe und wirklich unaussprechbare Dinge, die ich eigentlich überhaupt nicht vorlesen möchte, weil die auf meiner Liste hier stehen und ich schon Angst habe vor den Kommentaren, was da alles gesagt wird, wie scheiße ich das eigentlich ausgesprochen habe. Aber naja, egal. Es sind auf jeden Fall 8 Schwindeleier, Skurrilzwiebeln, Matratzentage, ein Tintur aus 10 Jahre altem gewöhnlichen Muggelbaumsaft, eine Schale, die aus dem Ei eines Ockhami stammt, eines geflügelten schlangenartigen magischen Wesens, und schließlich pulverisierte Weinraute. Die meisten dieser Zutaten sind nicht leicht zu bekommen, aber mal angenommen, du bekommst sie alle, dann bist du nicht mehr weit entfernt, den Trank zu brauen. Slughorn unterstreicht, wie schwierig es ist, einen solchen Trank zu brauen und dass es katastrophale Folgen haben kann, wenn er falsch hergestellt wird. Wenn er jedoch richtig gebraut wird, dann werden alle Bemühungen, die man vorhat, erfolgreich sein. Was jedoch nicht erwähnt ist, wie eine Hexe oder ein Zauberer erkennen kann, ob eine Charge richtig gebraut wurde oder nicht. Ich denke, die Implikation hier ist, dass es nicht genug ist, erfahren zu sein. Es kann immer noch schiefgehen. Dies könnte eine der Situationen sein, in denen eine Hexe oder ein Zauberer erst weiß, ob der Trank gelungen ist, wenn er tatsächlich eingenommen wurde, was seine Verwendung riskant macht. Slughorn hat selbst einmal geäußert, dass er den Trank nur zweimal in seinem Leben eingenommen hat. Haben Sie ihn jemals genommen? Ja, zweimal in meinem Leben. Einmal, als ich 24 war und einmal, als ich 57 war. 2 Esslöffel mit dem Frühstück, 2 perfekte Tage. Weitere Gründe, warum der Zaubertrank nicht häufiger verwendet wird, könnten folgende sein. Er könnte einfach nicht zur richtigen Zeit verfügbar sein. Der Trank soll dem Konsumenten nämlich geben, was er braucht und nicht unbedingt, was er will. In einem Duell mit einem Todesser möchte man ihn vielleicht töten, aber in Wirklichkeit geht es nur ums Überleben und der Trank könnte nur dabei helfen. Außerdem wirkt er nur vor der Morgendämmerung bis zur Abenddämmerung, was ebenfalls hinderlich ist. Wäre es nicht katastrophal, wenn der Trank vor Ende des Kampfes seine Wirkung verliert? Menschen könnten außerdem leicht süchtig oder besessen von dem Trank werden, da er stundenlang Dinge ermöglicht, die vielleicht nie zuvor möglich waren. Das könnte dazu führen, dass Menschen schlimme Dinge tun, um an den Trank zu gelangen, also wie Drogensüchtige. Was denkst du darüber?
Hast du eine eigene Theorie? Lass es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und das war's auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, lass sie mich bitte gerne in den Kommentaren wissen. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.